gibt gar keine Radfratz mehr für mich. Baloja hat sie alle gefarmt. Es ist Nacht, da kommen die nicht mehr. Da kommen jetzt die Alola-Radikal. Guck mal, da ist da. Was? Guck mal da. Guck mal, da ist da. Ja, guck mal, da ist da. Verwirrend. Oh, es hat mein bestes Pokémon weggehauen. Das ist aber nicht nett von ihm. Producer Club, das Playback ist ziemlich gut geworden. Dankeschön. Danke, danke. Das gefällt mir. Damit kann ich singen. Oh, Mega Drain. Das ist doch mal eine gute Attacke. Oh, hier gibt's blaue Dingsbären. Das hört sich gut an, Baloui. Blaue Dingsbären. Aprikokos. Aha. Die blauen braucht man für Superbälle, oder? Ja. Genau. Allein deswegen. Und für Flottbälle. Wir brauchen gelbe und blaue. Also wenn du irgendwann mal noch gelb findest, wäre das super. Okay. Komm schon, Wopper, mach es fertig. Ja, sehr schön. Oh, hat nicht für ein Level abgereicht. Das ist traurig. Ha, aber hier gibt es immer noch keine spannenden Pokémon. Wir sind immer noch in der Graslandschaft. So Eis oder irgendwo, wo es Feuer-Pokémon gibt. Das wäre mal cool. So ein bisschen Abwechslung, weißt du? Ja, ja, klar. Bin ich ja ganz bei dir. Müssen wir halt einfach weiterreisen, Miri. Ja, ich glaube auch. Sag Bescheid, wenn du so weit bist, dass du aufbrechen möchtest. Dann gehe ich nochmal heilen. Ich würde auch eben nochmal zum Center kommen. Nur eben kurz noch geludet. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Treffen unserem Center und reisen weiter. Hier ist ein Ponita. Möchtest Nein! du eins? Wieso ist ein Ponutu? Möchtest du eins? Ich habe halt schon Feuer-Pokémon, deswegen weiß ich nicht, ob ich unbedingt Ponita als Reit-Pokémon möchte. Danke fürs Angreifen. Wieso? Was denkst du dir eigentlich? Nix höchstwahrscheinlich. Nee. Hier ist eine ganze Herde Ponitas gespawnt. Okay. Nun, da wollen wir noch mal eins fangen. Level 39 Ponita. Oh ja, viel Glück. Entwickelt sich Ponita mit Level Up oder Feuerstein? Ich vergesse das immer. Ich glaube, Level 39 heißt für mich, dass das. Wo ist denn Baloui? Komm, wir versuchen es mit dem Flottball. Da unten. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja. Ich wurde einfach angegriffen. Von was? Von einem Ponita. Ich bin zu dir gelaufen und das so, okay. Ich sehe cool. Das als Angriff. Ich würde sagen, ich habe Level 39er Ponita. Cheater. Ja. Flottball Gaming, würde ich sagen. Das ist hier eine ganze Horde von denen jetzt auch immer ist. Ja, da habe ich das Stärkste wohl aus dem Buch raus. Ich glaube, das nennt sich Herde bei Pferden. Ach, Horde. Horde. Die Horde rennt. Ja. Erstmal gucken, was ich gegen was ich krieg das niemals gefangen. Komm schon, Ponita, sei fein. Jetzt wackelst du schon so oft, kannst auch drin bleiben, fein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man wirklich einfach so auf dem reiten kann. Ja, ich auch. Oder ob sich das auch erst entwickeln aber muss. Eigentlich braucht man dafür nichts. Ich weiß halt nicht, ob man auf Ponita schon reiten kann. Oh. Kann man. Und da rennt Baloui weg vor meinen aber Augen. Aber wie schnell, Alter. Ich weiß gar nicht, warum meins so schnell ist. Es ist ein Pferd. Ja, aber Highspeed-Pferd. Hallo, Miri. Da muss eins meiner Wopper leider aus dem Team. Es tut mir leid, anderes Wopper. Oh, ich vergesse immer, dass die Boxen hier nicht Pokémon automatisch heilen. Nun. Das ist fies. Ich hab's übrigens mit einem Pokéball gefangen, meins. Aber es ist auch nur Level 35. So, dann können wir jetzt weiter reizen. Oh, ist das schnell. Sag ich doch. Ja, warte. Das Problem ist, die nächste Stadt ist halt auch wirklich ja, aber ein ganz schönes Stück wir weg. Wir können auch in eine andere Richtung. Irgendwo, wo Eis ist oder so.
Ja, das weiß ich halt nicht. Ich sehe die Map ja nicht. Ich habe die ja nicht aufgedeckt. Keine Ahnung. Sollen wir dann einfach... Reisen wir in die Richtung hier. Stadt. Das ist wirklich jetzt ein Stück zu reisen. Denn? Aber ist egal. Wo ist er hin? Da unten. Bist du? Ja, du bist einfach weggeritten. Nein, ich stand hier die ganze Zeit. Ich habe doch auf der Map geguckt. Aber du standest doch nicht vor dem Pokémon Center, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Na, nein. Hier bin ich. Hier am Berg. Siehst du? Oh, das laggt aber ganz schön, wenn man... Na gut, okay. Komm, versuchen wir es mal. Laufen wir. Hui. Nach Nordwesten. Ja, nordwestlich, genau. Boah, das sieht so dumm aus. Aber früher waren die doch nicht so schnell. Louis, ich bin leider am Berg hängen geblieben. Okay. Ach da. Nee, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es so übertrieben schnell war. Oh, die Wand hat sich erst vor mir generiert. Da plötzlich eine Wand. Das Problem ist, das sehen wir halt nicht, wenn Pokémon spawnen. Das ist halt auch so semi-geil nur. Wie bist du die Wand hochgekommen? Ich bin hier seitlich an der Wand. Hm. Das Wasser. Das ist echt... Oh, ich bin abgestiegen. Ja, Wasser find fertig scheiße. Verstehe ich nicht. Hallo, Miri. Weißt du, wir sehen halt nicht, wenn Pokémon spawnen, wenn wir so schnell sind. Das ist halt doof. Oh, Birkenwald. Hier ist ein Feuerzeug. Wir könnten ihn niederbrennen. Nein. Ich hasse Birkenwälder. Das sind immer diese Evoli-Fanatiker, die das gemacht haben. Die Wälder niedergebrannt haben. Ja, ja. Ja. Evoli! Da ist ein Datiere, was Level 16. Oh, warte mal, Level 16 ist gar nicht so schlecht. Habe ich was, um das zu schwächen? 10 Millionen Datiri. Nach Tara für Miri, let's go. Megatrain sollte ja nicht so viel Schaden machen. Zumindest nicht so viel, dass es One-Hit ist. Okay, es macht gar keinen Schaden. Ey, warum treffe ich denn nicht Evoli? Stop it. Das habe ich mal getroffen. Okay, es macht gar keinen Schaden. Die Frage ist, kriegt das gefangen, das Ding? Wahrscheinlich nicht. Okay, wir machen jetzt einen Absorber. Das sollte ja noch weniger Schaden machen. Kann denn... Evoli, hör mal bitte auf mit dem Sandwirbel. Ah, das war viel Schaden. 2 für die Show. Was ist das denn für ein Achievement, ey? So, probieren wir das mal aus. Mit einem Pokéball Evoli fangen, da sehe ich mich. Das wird schon... Ah, da hinten ist Balui. Guck mal, da hinten. Wo? Das ist Balui. Ich bin hier weiter in die andere Richtung. Da ist ein Trassler. Und fange ein Evoli. Evoli gefangen. Tanken. Ja. Oh, hier sind überall Datiri im Wald, falls du noch eins möchtest. Ja, habe ich schon. Aber mich interessiert mehr das Trassler, das Kilia, meine ich. Hallo. Kilia auf Level 29, das wäre doch mal was. Slotball, komm. Mich wundert, dass es noch 29 ist und, naja. Nicht entwickelt. Kilia? Hm. Das ist doch schon die zweite Entwicklung. Ach so. Ja, gut, okay. Was willst du eigentlich da, Thierry? Wo bist du, Miri? Da. Ich habe einen Evoli gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, dann gehen wir weiter. Ja. In die Richtung. Ja. Müssen wir den Birkenwald doch nicht niederbrennen. Ist okay. Nein, du hast ein schönes Pokémon gefunden. Ja, es ist ein sehr großes Evoli. Das ist doch cool. So, Boot fahren. Oh nein, wir sind schon wieder im Meer. Das sind Knochen. Da treiben Knochen auf dem Meer. Brian, wann kommt gutes Gameplay? Was macht ihr denn gerade die ganze Zeit, hä? Wir spielen Pokémon und ihr so? Dummbatz, warum schreibst du außerdem nicht im Chat im Spiel? Dummbatz. Hallo Dark Lady. Wir sind auf Erkundungstour. Richtig. Ich glaube, Balois Boot ist schneller als meins. Oh, was war das für ein Geräusch? Habe ich irgendein Pokémon überfahren? Vielleicht. Ja, es hört sich so an. Es tut mir leid.
Cool. Was? Was hier für Pokémon so schwimmen, die du so sehen kannst. Oh, hier ist wieder so ein Trainer, Wassertrainer, den besiege ich mal schnell. Level 35. Ja, easy. Ach, das geht. Hör mal auf, mich immer zu kratzen, Mann! Möchtest du sehen, was ist passiert? Was ist? Mein Boot ist gesunken! Ha! Ha! Ey, ich verliere aber kein Wasser, keine Luft. Ha! Oh oh. Wie viel hat der? Bitte nicht so viel. Das war eine Nahtoderfahrung. Oh, guck mal, Dschungel. Okay, ist egal. Okay, besiegt. 560 Poké-Dollar. Ich finde es schön, dass es dich gar nicht interessiert, dass ich gerade fast ertrunken wäre. Natürlich interessiert mich das nicht. Hallo, das ist Minecraft. Du bist alt genug für Minecraft. Du weißt, wie das funktioniert. Oh, die Katze. Huch. Oh, hüpf, hüpf. Oh, es hüpft. Es ist leider nur Level 12. Das ist ein bisschen semi-optimal. Ich kratze dich jetzt auch! Weil Louis kratzt einfach die Katze zurück. Ah, ah ja! Die Magma-Blöcke ziehen mich runter. Was soll das denn? Kratz. Vorsicht, man kann im Wasser runtergezogen werden. Ja, danke, Baloui, sehr hilfreich. Ah, Opa Alfred. Guten Tag. So, auf wen wechseln wir denn? Das hast du gelesen? Man kann im Wasser einfach runtergezogen werden. Ja, natürlich, ich kenne das. Das ist Minecraft-Basiswissen. Hä, ist es nicht? Seit wann? Seit welcher Edition? Seit der Wasseredition. Ja, klar, als hätte ich seitdem nochmal Minecraft gespielt. Lava-Blöcke ziehen runter und Sand-Sandstone pusht dich hoch. Und in Luftströmen kann man atmen. Deswegen habe ich nichts verloren. Woher soll ich denn das wissen? Wie oft spiele ich Minecraft? Nie. Ja, Alfred, das ist mit Pokémon, genau. Toastend. Ja, ist doch egal. Habe ich doch gesagt, oder nicht? Nee. Oh nee, hier ist ein Urgel. Ein Urgel. Die essen Pikachu. Sehr sympathische Pokémon. Kommst du eigentlich mir? Oder ich muss WhatsApp fangen, hast du nicht mitgekriegt. Das war ja wichtig. Doch, ich wusste, du hast nur gesagt, es springt so lustig und so. Nicht, dass du das jetzt fangen willst. Ja, nee, ich will natürlich nicht eins meiner Lieblings-Pokémon fangen. Ja. Wo bist du denn hin? Hier, vor dir. Hier. Ah. Sollen wir jetzt anfangen mit der Fleckmon-Route, die wir verkaufen wollen? Da vorne ist ein Fleckmon, mach mal die Route ab. Ah, du hast doch eine Axt dabei. Oh, das ist Level 37. Was hast du gefangen? Nee, ich habe gesagt Schiff fahren. Achso, warte. Wo bist du hin? An die Küste. Und bist du schon weggefahren? Nein, ich warte noch auf dich. Da ist ein pinkes Mankey im Gebüsch. Wo ist Mirin jetzt schon wieder? Bild von ihm. Guck mal, das ist pink. King of the Jungle einfach. In pink. Wächst Fleckmon die Route nicht nach? Das ist eine gute Frage, ne? Miki. Ach, da. Entschuldigung, da war ein pinkes Pokémon. Ich war verwirrt. Da ist ein Riesenkaper doch vor uns. Ja, das ist größer als das Boot. Ja. Lusadin gibt's hier. Wenn du runterguckst, siehst du bestimmt irgendwann ab und zu ein Garados vorbeischwimmen. Das könnte durchaus passieren, je weiter wir rauskommen von dem Zentrum. Da unten war schon mal ein Tohaido. Gruselig. Das ist alles nichts. Vergleich mal mit dem Garados. Man kann im Schnee erfrieren. Oh ja, das ist ja gut zu wissen. Wie, man kann bevor ich im Schnee erfriere. Wer hat denn den Quatsch eingestellt? Kapadors blockieren den Weg. Boah, aber da sind aber auch wieder Riesendinger dabei. Wenn die nicht so eklig schmecken würden, kannst du dich davon lange ernähren. Ja, und die Fleckmon-Route, die ist ja auch das ist eine Delikatesse, die Fleckmon-Route. Deswegen kostet sie halt so viel. Was ist eigentlich für Inselstaaten, wo man hier so drumrum buddelt? Oh. Das spawnt immer erst so spät. Ja. Kann das sein, dass ihr doch nicht die ganze Welt erforscht habt? Oh, hier ist da ein Pokestop?
Das sieht wieder so nach einem Pokestop aus. Das ist wieder ja, so ein Lagerfeuer-Ding. Oh nein. Warte, nein, was ist das hier? Oh nein! Davon will ich die Hälfte. Warum? Sonst schubse ich dich ins Feuer. Dankeschön. Ja, das hier wird so ein Spawn sein, ne? Für. Ja. Für Array, für Raids. Irgendwie ja, sowas. Ja, ich denke auch. Aber cool, dass sie da ein Lagerfeuer drumherum gebaut haben. Da ist ein Shuttle los. Süß. Oh, guck mal, wie lustig es mit dem Kopf hin und her will. Ja. Es hört irgendwie Musik. Ich wette, es hat Kopfhörer drin und hört Musik. Viel Spaß ein noch. Ein Liebes. Aber Dschungel ist schon mal interessanteres Biom als immer nur unsere Wiesen. Ja. Ah, ich wurde von einem WhatsApp angegriffen. Aua, aua. Wütendes WhatsApp. Es ist klein und wütend. Gar nichts gemacht. Klein und wütend. Blödes Vieh. Klein und wütend. Hat mich einfach gegreift. Wie so ein Chihuahua. Das sind ungefähr WhatsApp. Oh, Toxipet. Ah, ja, okay. Chat, für alle, die... Oh, schon wieder angegriffen. Vom Toxipet. Oh, Mist, ich will Toxipet. Für jeden von euch, der hier mitspielen möchte, ne? Also ihr dürft alle gerne mitspielen, wenn ihr wollt. Ihr wisst, das ist ein Sub-Server. Das heißt, jeder, der Sub ist, egal ob er den Sub geschenkt gekriegt hat oder ob er selber Sub ist, ist herzlich eingeladen, hier mit uns Pokécraft zu spielen. Wir sind zwar auf 30 Plätze reduziert, aber nur 30 gleichzeitig, genau. Der Server hat gewisse Öffnungszeiten, immer so von normalerweise tagsüber irgendwas zwischen, ich weiß jetzt nicht auswendig, irgendwas abends 17 Uhr bis 23 Uhr und am Wochenende halt länger. Und wer Bock hat von euch, könnt gerne draufschauen. Einfach im Discord melden, im Whitelist-Channel könnt ihr euch whitelisten lassen und kann jeder gerne mitspielen. Denkt dran, es gibt ein Regelwerk, wer sich nie an die Regeln hält, kann natürlich auch ganz schnell wieder vom Server fliegen. Ja. Aber ansonsten habt ihr hier, könnt ihr einfach, ne, wenn ihr drei Freunde habt oder mit drei Leuten eine Stadt gründen wollt, könnt ihr das gerne machen. Denkt dran, ihr solltet sie möglichst irgendwie thematisch einordnen. Ja, hat funktioniert. Das heißt, ich weiß nicht, irgendwie Gift, Feuerstadt oder sonst was, dann könnt ihr eine Stadt gründen, Stadt bauen. Und ja, wenn ihr so ein paar Auflagen erfüllt, kriegt ihr dann auch einen Waystone dahin und einen... Eine andere Möglichkeit, also dass ihr dann ein Pokécenter dahin kriegt zum Heilen eurer Pokémon und so. Das ist alles möglich. Schaut einfach mal ein bisschen im Discord euch um, da gibt es das Regelwerk und so. Und vielleicht finden wir ja den einen oder anderen, der sich dieser Community hier noch anschließen möchte. Also es gibt wohl im Schnee irgendwelche Blöcke, in die man einbrechen kann und dann erfriert man da drin. Wild. Ja. Was machst du Schönes? Läufst du noch weiter oder kämpfst du gerade? Ich schreibe gerade mit vielleicht. Ach so. Hier gibt es irgendwie keine Pokémon mehr. Hallo? So, bist du hier, Miri? Ich bin schon ein Stück weiter gelaufen. Ja, aber ich bin im Wasser, da kann man nicht laufen. Wie im Wasser? Ich bin im Dschungel. Oh, lauf mal weiter nach Osten noch, ich bin schon an der Küste. Wie schon? Nach Osten ist aber zurück, wo wir herkamen. Westen, 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 links. Okay. Entschuldigung. Ja, das kann ich, also das kann ich nicht erraten. Wie benutze ich eigentlich sowas wie einen Supertrank? Das weiß ich auch nicht. Wie benutzt man das? Muss ich mein Pokémon vorher ins Wasser hinstellen? Warte mal. Hallo, Patschi, Patschi, Patschi. Hier ist Wasser, hier ist ein Wassertrainer. Ah ja. Oh, Level 15. So. Ich kämpfe mal eben gegen den Wassertrainer. Ah ja, viel Spaß. Pokémon rausholen und draufklicken. Ja, ja, hab ich rausgefunden. Hier sind einige Wassertrainer, die mache ich jetzt mal weg. Nur ein bisschen Geld farmen. Ja. Oh nein, mein Pokémon ist vergiftet. Oh. Jau, klar hat der das. Was hat er? Dieser blöde Giftdrache, dieses Seepferdchen. Oh, okay. Wie unfair von ihm. Illegal, hast du ihm gesagt? Illegal? Oh, oh.
Ich mache ihm halt gar keinen Schaden. Und auch jetzt habe ich getroffen. Hinter cool. Das ist mir egal. Wo ist Baloui denn? Da vorne ist ein Name. Ist das Baloui? Schlitzer. Will ich wie Schlitzer? Oh, guck mal, die hüpfen so lustig. Hui, hui, hui. Ich mache hier nur noch eben ein paar Wassertrainer, wir Geld sammeln. Irgendwie muss man ja an Pokebälle kommen hier. Das stimmt. Turtok hat er, ja, ist klar. Level 16 Turtok, ganz normal. Wir haben gar nicht gecheatet, gar nicht gecheatet. Nee. 240 Pokedollar, toll. Oh. Wir können weiter. Ja, dann folgen Sie mir. Okay, du weißt, wo es lang geht. Ja, und da ist noch ein Wassertrainer. Willst du den nochmal haben? Der ist Level 15. Okay. Ja, gern. Kommen Sie. Bitte haben Sie nicht wieder lauter Giftwasser-Pokémon. Das wäre ganz super. Oh, wow. Er hat mein Pokémon gewonshottet mit meins ist Level 20 und seins ist Level 14. Ja, natürlich. Es tut mir leid. Ausgerechnet mein Barracuda. Er könnte auch einfach schwächere. Er hat auch nur ein einziges Pokémon. Da vorne ist noch ein Trainer. Hi. Was bist du für Level? Level 19. Ja gut, pass auf, hier Attacke. Ich habe halt leider jetzt schon zwei Pokémon weg. Ja, wir brauchen noch ein kleines bisschen, bis wir bei der nächsten Stadt sind. Oh, Tentoxa. Ah, dafür hat er mir 320 Pokédollar gegeben. Das ist nett von ihm. Kann man eigentlich okay, seine Pokédollar irgendwo sehen? Oh, da ist ein Garados, guck mal. Oh ja. Hallo Garados. Cool. Level 30. Geh nicht so nah ran, die sind sehr aggressiv, Garados. Ja, warte, ich fange mir das. Ich habe noch einen Flottball, vielleicht bleibt der ja drin. Baloui setzt einfach Kleinstein ein. Armes Kleinstein. Nein, ist ausgebrochen. Oh oh. Oh oh. Es macht nur Platscher, nichts passiert. Ach nein, dann wirst du es auch gar nicht haben. Level 30, das kann nur Platscher. Ja, man kann es ja nachleveln, ne? Wieso kann das so Platscher, Alter? Was ist falsch mit ihm? Vielleicht hast du nur Glück und er setzt nur Platscher gegen dich ein. Ja, er hat nur Platscher eingesetzt, weil ich Glück hatte. Da hast du recht. Er hat auch noch Lake. Los, Baloui! Ja, das Problem ist, ich bin halt ungern eigentlich jetzt mein letztes funktionierendes Pokémon. Ich habe Zauberblatt aus Versehen eingesetzt. Überlebt das? Okay, gut. Geklappt. So, was werfe ich denn drauf? Da muss ich schon einen Superball drauf werfen, oder? Ja. Ja, eigentlich eher einen Hyperball. Level 30. Oh nein, ist ausgebrochen. Habe ich doch gesagt. Okay, Hyperball. Bleib da drin jetzt. Sei ein liebes Garados. Guck mal, es ist gestrandet. Armes Ding. Na, es ist wieder ausgebrochen. Ich sag doch, das braucht einen Hyperball mindestens. Weiß es jetzt. Hat noch 5% HP. Also wenn es jetzt nicht drin bleibt, ne, dann weiß ich auch nicht. Wirfst du nur einen Pokéball drauf? Vielleicht. Das ist eine wilde Taktik. Ich habe gehört, je mehr verschiedene Pokébälle man wirft, desto höher ist die Chance, dass es drin bleibt. Ah ja, das hat das Garados definitiv respektiert, diese Technik. Ja, das fast. Ich habe hier noch einen anderen. Ne? Ein Premiere-Ball, auch ja, immer gut. Ja, Premiere-Ball. Also die Stackgröße vom Belebern und Hyperall, der könnte ruhig höher als 16 sein. Hast du so viel in Kisten gelootet, Oni? Hä, du Ganove? Ja, ich habe ihn gefangen. Ja, Voltula, voll wütend. Okay. Ich habe Flottbälle, also werfen wir auf das Voltula jetzt einen Flottball, wenn es mich schon so frech angreift. Ich wollte nur mal auschecken, welches Level es hat. Dass das natürlich so aggressiv auf mich zurennt, kann ich ja nicht ahnen. Ah, drin geblieben. Ja, Voltula! Also ein Spinny. Ja. Sehr cool. Müssen wir mal zur nächsten Stadt oder ins Pokémon Center, dann kann ich... Habe ich auch meinen Elektro-Pokémon im Team. Na, los, komm. Kann ich auch Voltula reiten? Die Mods schon alle Lootplätze markieren. Ja, aber man muss es halt auch nicht ausnutzen, ne? Man kann halt auch ein bisschen so was für alle da lassen. Ne?
Captain Nagisa, danke schön für deinen Sub. Herzlich willkommen bei den unfähigen Sachsauszubildenden. Uga, vielen, vielen Dank. Und danke für dein Prime. Und wenn du mitspielen möchtest bei Pokécraft, dann melde dich einfach im Discord unter dem Whitelist-Channel und dann wird man dich ganz fix whitelisten, dass du mitspielen kannst. Ja, warum sind hier lauter Gurken? Ja, dann musst du aufpassen. Da war wahrscheinlich unter Wasser irgendwas, was die angesaugt, abgesaugt, mitgemacht hat oder so. Muss man alles wegwerfen. Ist das eine Insel oder ist das Land? Oh, was ist das für ein Biom? Voilà. Gibt es hier noch besondere Pokémon? Guck mal, wie lustig das aussieht mit dem ganzen Bambus. Das stimmt. Hier müssen wir eh her. Ein Swarones. Schau mal, was es hier Schönes gibt. Boot, hey, lass dich schlagen. Was bist du? Was ist denn ein Wuck-Trio? Ach so, das... Alter, den Namen, ne? Ach, wo ist Baloui hin? Ist einfach gegangen. Ah, da. Ah, das Rote. Angela. Boah, hier kommt man aber, das ist ein bisschen wie Spiegellabyrinth. Richtig nett durchzukommen. Nett. So würde ich das nicht nennen, aber okay. Alter, ist das anstrengend, diese grünen Striche die ganze Zeit nur im Gesicht. Witziges Biom. Ach, jetzt suche ich die ganze Zeit E statt R. Oh, hier ist ein Level 35er Wassertrainer, möchtest du? Oh ja, das fühle ich. Vor allem, weil mein Level 30er Pokémon schon down ist. Ich glaube, ich überlebe das. Das wird er nicht überleben, oder? Mal gucken. Er hatte nur eins. Oh, ich hatte Glück. Oh, hier vorne ist irgendwas. Wo ist denn Baloui? Du bist schon wieder im Wasser. Da ist irgendein... Oh, das ist ein aktiver Raid. Meine Pokémon sind alle down. Lass mal machen. Ja, ja. Kann man den zu zweit machen? Da ist ein Schneckenmack-Ding gibt's da als Belohnung. Ah, Gastrodon. Gastrodon. Ja, Level 3 Sterne. Der Kampf endet, wenn Pokémon viermal ohnmächtig wird oder der Kampf 10 Runden dauert. 3 Sterne hört sich... Komm, versuchen wir es mal. Lass mal aus Spaß machen. Hast du drauf gedrückt schon? Ja, hier steht noch Warte auf andere. Ein Mitspieler. Die Energie ist schon ganz benutzt. Ah, jetzt. Jetzt bist du drin. Was ist das? Was ist das? Wasser und Wasserboden, oder? Ja. Sollen wir machen? Okay. Oh, wir kriegen NPCs dabei. Das ist ja wild. Okay. Ah, gut, dass mein Pokémon genauso tot ist, wie es... Ah, mein Pokémon hat nur noch 2 KP. 3 KP. Das ist ja fies. Das läuft ja gut. Das läuft ja gut. Hoffentlich können unsere Mitspieler das machen. Helilos setzt Regeneration ein. Das läuft ja gut. Gigasauger. Steinkante. Megasauger. Ja, Leute, macht das. Ich habe auch Megasauger eingesetzt. Jetzt habe ich 9 KP. Mili hat Dynamax-Energie versammelt. Ich weiß nicht mal, wie man das auslöst. Mein Smoliebe kann das nicht. Das ist witzig. Ich muss immer das Pokémon auswählen. Das verwirrt mich. Ist ja klar, dass ich den Gegner angreife. Durch die Gegend. Ich dachte, man kriegt irgendwann sein Pokémon wieder. Oh, er hat einen 1 HP überlebt. Das läuft ja nicht so gut. Nee? Wann kriegen wir denn unsere Pokémon wieder? Wahrscheinlich gar nicht, weil er zuerst alle besiegt. Zauberblatt. Ich feuer euch an, let's go. Ja, dankeschön, los. Das ist scheiß Vieh, heilt sich halt immer. Setzt immer Genesung ein. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie willst du denn dagegen was machen? Ja, das macht richtig Sinn hier. Das ist immer so Genesung, Heile. Oh, das war's. Oh, irgendwas ist explodiert. Ja, nun.
Und meine Olive wurde zur Strafe noch besiegt. Das habe ich noch 3 Pokémon. Das hat ja erfolgreich nicht funktioniert. Das war ein guter Kampf, Balui. Danke, dass du gesagt hast, machen wir den mal. Wie weit ist noch bis zur nächsten Stadt? Ja, komm, wir fahren. Ist das doof? Das lief jetzt nicht so gut. Ja, verzeih mir bitte. Ich wusste doch nicht, auf was ich mich da einlasse. Dass da 3 Sterne steht und du mit deinem Level 20er Pokémon keine Chance hast. Das hätte man sich denken können. Es ist Level 34, bitte, ja. Oh, meinst du nur ja, Level 30? Ja, ich habe ein paar Trainer besiegt. Ja gut, aber du hast ja auch nur deinen Starter benutzt. Ich level ja meine ganzen anderen. Brian ist gegangen. Pokémon. Tschüss, Brian. Oh nein, Brian ist wieder da. Hallo, Brian. Bestimmt geflogen wegen Fliegen. Ja. Ich dachte kurz, das wäre ein Machomai, was da unten schwimmt, aber es ist nur dieser Oktopus. Die sehen sich erstaunlich ähnlich. Wem wohl? Das Machomai des Meeres. Er hatte noch mal gesagt, dass 10.000 Blöcke zu wenig wären eigentlich. Balou ist noch weit. Ja, nee. Geht. Geht. Ich sehe meine Wegmarkierung schon am Horizont, also. Kann jetzt nicht mehr so lang dauern. Na gut. To be fair, in New Pokémon Snap wuselt auch ein Machomai im Meer auf dem Felsen rum. Ja, das schwimmt ja, da auch. Ja, darauf haben wir uns bezogen. Nee, aber es sah voll ähnlich aus, der Oktopus. Wie so ein schwimmendes Machomai. So. Wieder Plains, Biom, Ebene. Hier gibt's die besten Pokémon. Dolief. Ja, hallo. Hello. Oh, die stimmt, die beleben sich ja wieder, wenn du lang genug läufst. Oh, Balou hat einfach das Item übersehen. Schneeball. Ah, nö, fies. 10.000 Blöcke ist auf meinen Servern immer Minimum. Ja, es kommt ja auch mal drauf an, was ihr machen wollt. Ihr müsst ja immer bedenken, wenn du mit vielen Leuten spielst, willst du, dass der Server möglichst stabil läuft. Mit Pokémon, dann sollen sich die Leute nicht zu weit von den Städten entfernen. Also man soll ja immer irgendwie die Möglichkeit auch noch haben, zusammenzuspielen und nicht sich komplett zurückzuziehen. Ja, das läuft halt einfach nicht stabil mit so vielen Pokémon, wenn dann einer so weit erkunden geht. Genau. Hier sind wir sind übrigens da. Das hier ist Pokémon Center. Deswegen. So, jetzt kann ich erstmal mein Team austauschen. Hallo, wie? Willst du nicht auch mitspielen? Ha? Ein bisschen Pokémon? Oh, einmal trinken von Teufelchen. Okay. Das vergisst man beim Stream irgendwie. Zu trinken. Das stimmt. So, Balui geht jetzt die Stadt ausrauben mal wieder. Ach, muss ich gar nicht heilen, das war ja schon... Hier, willst du meine Spinne sehen, Balui? Binio? Ja. Ja, wie? Komm auf die dunkle Seite des Pokémon, siehst du? Kannst du dich bei Oni einschleimen in der Stadt?